Der Begriff Slacktivism ist erstmal eine Zusammensetzung aus zwei Worten, nämlich Slacking, also faul rumhängen, und Activism, für eine Sache einstehen. Den Begriff gibt es schon seit 1995. In der aktuellen Debatte wird er gerne dazu benutzt, um Online-Aktivismus zu diskreditieren, indem er Online-Aktivisten vorwirft, mit ihrem Mausklick haben sie null sozialen oder politischen Einfluss in der realen Welt. Meiner persönlichen Meinung nach ist diese Debatte allerdings irreführend, denn es ist nun mal eine Tatsache, dass die normalen oder Menschen, die ihrem Job, ihrer Familie und anderen Verpflichtungen nachgehen, nicht Vollzeitaktivisten sein können. Und ich glaube, wir müssen viel mehr, anstatt zu diskutieren, ob es nun sinnvoll ist, eine Petition online zu unterschreiben oder nicht, müssen wir Systeme schaffen, in denen es eben doch Einfluss hat, wenn ich per Mausklick mich für oder gegen eine Sache ausspreche. Das heißt, es ist an uns, Systeme zu entwickeln, in denen der Einzelne über einen Mausklick, über das Internet Veränderungen erzeugen und schaffen kann.